Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und hier mit einem Tier 10 Zerstörer der Japaner, und zwar der Senshō. Ja, wir sehen, es ist ein unglaublich langes Teil und dementsprechend werden wir hoffentlich hier sehr, sehr viel Spaß mit der haben. Wir drücken einfach mal ins Gefecht und wahrscheinlich aufgrund des Matchmakers werde ich hier einen kurzen Break einlegen. Dementsprechend sehen wir uns also gleich im Spiel. Bis gleich. So, und da sind wir also auch schon. Und wir sehen, das Matchmaking hat uns als Top-Tier gematcht. Natürlich, die Anzahl der Gegner ist übersichtlich. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich als Tier 10 Schiff dementsprechend, ja, noch wenig Gegner im Matchmaking-Pool haben. Besonders leid tut es mir eigentlich so um den Sechser bei uns im Team. Die Cleveland, aber das ist halt so, sobald man mit Tier 7 da was macht, dann wird es halt dann schon, kann schon mal doof ausgehen. So. Ich könnte natürlich jetzt hier auf B drauf fahren, aber ja, das wäre natürlich eher Suizid. Bin ja gespannt, wo die Gegner gleich aufploppen werden. Ich fahre jetzt erstmal Richtung A darüber. Schnell nachladen bzw. auf AP umstellen. Wir mit unseren beiden Nagatos natürlich deutlich weniger Feuerpower, als das die Yamato hat, weil die pustet halt einfach mal alles aus dem Leben. Miyuki. Keine Ahnung, wo die sich eventuell hinbewegen könnte. Deswegen schießen wir einfach mal Proxy darüber. Ah, vielleicht trefft er sogar was. Ein Hit, immerhin. 1700 Schaden, besser als nix. Es wird natürlich C und B komplett vernachlässigt. Also das heißt, da ist natürlich... Oh, da ist die Yamato. Alter Schwede. Das ist halt ein Monster. Leider noch zu weit weg. Aber ganz knapp. Da konnte ich doch schon ganz gut wirken darauf. Jetzt ist sie sogar ein bisschen langsamer geworden. Da geht, da tritt die Hölle los, wenn man hier schießt. So, da konnte ich doch noch 3 Treffer versenken. Jetzt werde ich hier, glaube ich, in den Berg schießen. Ah, ein paar fliegen sogar rüber. Sehr schön. Und auch hier jetzt ganze 8-7 Hits, aber leider keiner so stark getroffen, wie ich es gern gehabt hätte. Auf jeden Fall hat sie immer noch sau viel Struktur. Jetzt gehen wir auf die Nagato. ...6000 Schaden. Hab dich doch ganz gut getroffen. Und die fliegen auch ganz passabel. Nochmal 7000. Und direkt auf den nächsten. Pensacola.
Die ist aber ganz schön weit weg. Ah, und die treffe ich nicht. Da schieße ich leider da zu weit dahinter. Aber auch nicht so viel. Der Gegner hat hier auf A definitiv die Überhand. Da kommt die Yamato, die freut sich jetzt auf mich, glaube ich. ...8000 wenigstens. Sobald es jetzt einmal zurückschießt, geht hier gleich richtig der Punk ab. Aber noch... Aber ich glaube, jetzt hat sie mich gleich. Wobei, sie kann immer noch nicht wirken. Jetzt kommt hier gleich die Nagato rum. Man sieht, kaum kommen hier die Schüsse rein. Jetzt kommt die Yamato wieder hier vorne. Und jetzt fängt sie an zu schießen. Das heißt, wenn die jetzt trifft, dann tut es gleich richtig weh. Wir drehen uns jetzt mal ein bisschen in den Gegner rein. Wieder auf die Nagato. Das dürfte ich lang nicht durchstehen. Da sieht man schon, was ich da jetzt für Hits eingesteckt habe. Das ist natürlich wahnsinnig. Oh, jetzt kommen auch noch Torpedos. Die Gott sei Dank so, dass sie mich nicht großartig tangieren. Ah, und da hat sie mich fertig gemacht. Aber ich habe noch einen Zitadellentreffer wenigstens setzen können. Aber leider, das Team hat mich hier wirklich schlecht im Stich gelassen. Also wenn man mal sieht, wo die Gegner schon sind. Unser Zerstörer hier hinten, da hat er mal gar nichts zu suchen. Sollte wenigstens die Punkte einnehmen. Ich habe sogar das Gefühl, der ist AFK. Ja, Zerstörer ist AFK. Leider. Mal schauen, was die anderen noch so reißen. Die Cleveland... Dass der Zerstörer leider AFK ist, kann man natürlich dem Gegner meines Erachtens ruhig mal mitteilen, weil wie gesagt, man muss es ja auch nicht in die Länge ziehen und die Chancen des Sieges sind ja sehr überschaubar mit noch zwei Gegner, okay, es sind noch einer, gerade wurde auch noch der andere verbliebene, wow, der war auch mal glatt die HP halbiert. Cleveland ist ein wirklich tolles Schiff, sehr schneller Schuss, aber auch limitiert das ganze Thema eben. Knapp hinter ihm eingeschlagen. Oh, da kriegt er aber sowas von die Hits. Er weiß schon fast gar nicht mehr, glaube ich, auf wen er schießen soll. Da kommen schon wieder die nächsten. Er fährt hier zickzack. Das ist das Einzige, was ihm noch vielleicht so ein bisschen das Leben rettet. Für eine gewisse Zeit zumindest. Schon wieder einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Ist keine hohen Schaden, aber die Treffer zählen halt trotzdem. Oh, und eine Breitseite. Oh, oh, oh. Ja, da war's um ihn geschehen und da ist das Game auch schon vorüber. Aber egal, ich wollte einfach mal die Senshu ein bisschen präsentieren und das habe ich doch geschafft. Ich habe 84.000 Schaden gemacht, was meines Erachtens durchaus sehr beachtlich ist. Bin hier beim Team auf Platz 3, wobei mich wundern würde, wenn einer noch so viel Schaden gemacht hat wie ich. Und wie man sieht, man macht auch da wieder sehr viel Minus. Also wenn dann die Runden nicht mehr so gut laufen in den High Tiers und eine Niederlage ist, dann... So viel man Credits bekommt im
Low-Tier so wenig bekommt man im High-Tier, also von dem her ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch das Gefecht gefallen hat und dass es euch ein bisschen, ja, dass man euch ein bisschen auch das Schiff präsentieren konnte. Und dementsprechend, wenn alles gepasst hat, lasst mir doch einen Daumen da. Bis bald, euer Karamba.